Hallo liebe Freunde, und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Space Engineers. Und wir waren ja dabei, beim letzten Mal hier die Fenster zu setzen, damit das auch alles schicki wird. Mit zwei flach Inverse, das passt wieder nicht. Wenn das da gemacht. Einmal drei flach Invis, einmal drei flach. Ah, okay, okay. I see, I see. So, Fenster. Einmal drei flach. Dann können wir jetzt ein bisschen was ablegen hier. Also erstmal runter. Wieder zu unserer Station hier, zu unserem kleinen Container. Und dann können wir die Dinger reinlegen. Und das Panzerglas. So, jetzt haben wir dazu. Jetzt müssen wir uns hier noch was überlegen mit der Tür. Doa. Wir brauchen eigentlich eine 2x2, 3x2. Ja, das sieht doch gut aus. So, Stahlplatte, interne Panzerung. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Wenn das dann alles irgendwann mal fertig wird. Herstellung, Stahlplatte, interne Panzerung. Vielleicht hätte ich doch die Idee von Totti aufgreifen sollen und einfach das Spiel eine Runde laufen lassen. Ja, das Problem sind hier diese. Die Dinger hier. Die Arc irgendwas Arc Reaktorkomponenten, die brauchen so ewig. So, tauschen wir das mal alles um. So, dann hier nach vorne hier. Und dann müsste das ja auch gleich fertig sein. So, T. Konfigurieren, wie war denn das? K. Konfigurieren. Kann ich noch nicht machen, weil noch nicht fertig. So, dann kann man hier auch wieder hochgehen. Aber das kennt ihr alles, glaube ich, schon, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof, dass man hier jetzt. Eigentlich reingehen kann. Ja, bauen wir es ab oder bauen wir es nicht ab? Irgendwas hat da gerade ganz laut geklirrt. So,
Wo waren denn jetzt noch eine tiefer, ne? So, da ist die Tür. So, Stahlplatten, interne Panzerung, Herstellungskomponenten. Gucken wir gleich nochmal rein. Stahlplatten. Achso, interne Panzerung. Kann halt doch das Ding hier mal fertig bauen. Dann holen wir uns das selber. So, interne. Interne und haben wir noch Herstellungskomponenten? Nein, die sind schon alle verballert. So, jetzt aber. Konfigurieren. Die Tür. So. Offen. So. Warum macht er das jetzt hier nicht? Da. Das ist doch falsch rum. Gehört doch mir. So. So. Jetzt noch mal Dor. Das ist ein ganz large block. So. So, und jetzt das Kontrollfeld konfigurieren. Und dann muss hier offen hängen. Jetzt muss er da offen hängen. Verwirrt. So, auf. Und so. Auf. Und so. Sehr schön. So, schneller kann man das leider nicht machen, das ist aber egal. So, jetzt. Haben wir das Problem gelöst? Jetzt bleibt uns nur noch das Problem hier oben. Mit dem Teil. Gino, das heißt, wir müssen mal ganz kurz zur Krankenstation. Und hier reinhopsen. So, dann wird das alles aufgefüllt. Dann Sauerstoff. Vielleicht nochmal die Flasche hier voll machen. Ich kann durch meinen Körper durchgucken, auch nicht schlecht. Gut, jetzt sind wir wieder voller Energie. Und dann bauen wir oben. Die Treppe hier noch um.
So, da hatten wir doch Rampe. Da könnten wir eigentlich die Rampe lassen. Deswegen ist das. Das waren die hier. So, dann daran. Okay. 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 Nee. Das. Doch, das waren die. Warum die noch so komisch aussehen müssen? So. Und dann. Könnten wir das so machen? Und die hier noch mal wegnehmen. Oh, da liegt auch noch ein Teil. Das muss auch noch weg. Und dann müssen wir uns aber trotzdem noch hier oben absichern. Und hier muss auch noch eine Tür rein. Ach man, wir haben noch so viel zu bauen hier. So, Tor. Haben wir da eine Glastür? Die ist zu schmal. Ein Ventilator Tor. Stahlplatten. Doch. Ach, Scheibenkleister. Bin ich schon wieder zu voll. Bam. So, und jetzt aber die Ventilator-Door. So, dann ist das schon mal sicher. Aber nur noch hier das Problem. Wir könnten jetzt noch eine Treppe hochgehen. Setzen wir mal ganz kurz hier an. Das brauchen wir dann eigentlich nicht mehr abdecken hier. Wollte ich mich. Okay, da kommen wir gut durch. Dann können wir hier noch einen Sensor anbringen. Sensor. So, Sensor ist dran. Aber wir wollten hier die Seiten abmachen. Na, komm schon. So. Okay, und dann kommst du weg. Dann müssen wir
ich auch noch wegnehmen. Na? Achso, da liegt wieder was. So, dann könnt ihr das alles einsammeln. Und wenn wir jetzt hier... erstmal was ablegen. Jetzt zum Beispiel die Stahlgitter und Herstellungskomponenten und die interne Panzerung. Können die dann das alles mal wegholen? Halt. Die brauchen wir doch. So, jetzt sitzt das Fenster da natürlich. Genau. Dann reicht das ja, wenn wir den einfach in die Mitte setzen. Und zwar genau hier hin. Eins, zwei. Das weg, das ist dran, dann kann das hier oben auch weg. So, und dann könnte theoretisch... da vielleicht noch ein Fenster ran. Stairs. Hält sich da noch so ein bescheidenes Stahlrohr. So. Die 6. Moment, Moment. Aber wir sind jetzt bei 17 Minuten 36, würde ich sagen. Das Problem, damit befasse ich mich dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für diese Runde beim Zuschauen. Wir gucken nochmal schön in die Sonne und sage bis zum nächsten Mal und ciao.